Hey Followers, was geht ab? Was schick bei euch? Ich dachte mir, ich mache mal wieder einen Mutti-Blog. Hier, Jahre vergangen, sie macht mal wieder einen Mutti-Blog. Toll für sie, super. Und du siehst es und du bist noch da. Sehr gut. Ja, gerade ist so eine schöne Phase eigentlich. Der Maikäfer ist jetzt 20, 21 Monate alt. Und mal davon abgesehen, dass er echt nur Marmelade im Kopf hat, also so ziemlich auf die schrägsten Ideen kommt, wo man sich so denkt, Junge, du bist nicht ausgelastet. Ja, bis auf sowas, ja. Aber gerade ist die schöne Phase, weil er plappert alles nach. Also, da kann man auch schon mal niesen und er sagt, Gesundheit. Also seit Mitte Dezember kommen halt echt viele Wörter. Vorher war es halt echt nur so ein Rumgestarre. Und jetzt sind es richtig Worte und auch passende Worte. Und auch gut, das ist schon ganz lang so, dass man ein Buch nehmen konnte und sagen konnte, zeig mal auf die Katze, zeig mal auf den Hund. Das klappt schon seit einem halben Jahr, was relativ früh ist. Aber ich bin auch so eine Mutti, die setzt sich total gerne hin und nimmt ein Buch und ganz geduldig erzählt, das ist das und das. Und da hat er auch schon ganz früh angefangen, so mit draufzeigen und wiederhole bitte Mama, quasi, ne? Und jetzt geht das mit den Tiergeräuschen voll toll und auch mit die Tiere benennen, das klappt. Und ich finde das eigentlich auch so schön, dass ich das zumindest halbwegs ab und zu mal festhalte auf YouTube, weil mittlerweile habe ich echt vergessen, was Dörtes Stand in den gleichen Monaten war. Das heißt, zumindest irgendwann, hey Sonne, zumindest irgendwann kann ich da mal so Vergleiche machen, so auch Gewichtsvergleiche und. Aber da bin ich auch echt erstaunlich, denn der Maikäfer ist um einiges schwerer und größer als Dörte im gleichen Alter. Aber es ist halt auch ein Junge. Es ist so ein richtiger Lausebub. So ein blonder Rabauke. Echt, das ist ganz krass. Der auch kein Blatt vor den Mund nimmt und sich nimmt, was er will. Gut, das ist tatsächlich so eine Phase, ne? Dieses nicht teilen können und etwas sehen und gleich haben wollen. Muss man halt lernen, dass man nicht alles sofort haben kann. Aber das mit den jetzt auch Nachsprechen, auch zum Beispiel, wenn man irgendwie ein Hörspiel anhat oder was vorliest, dann einfach die Sachen wiederholen, die Sätze wiederholen. Also es sind jetzt schon kurze Sätze. Der Schnuller heißt Ulla und seine Kuscheldecke, die heißt Iri. Und man weiß halt langsam, was das Kind will und braucht. Und wir haben jetzt auch eine neue Küche, das wisst ihr noch nicht, weil ich das überhaupt nicht irgendwie mit einem Atemzug erwähnt habe, dass wir in Renovierungsarbeiten sind. Aber jetzt ist der Kühlschrank auf Bodenhöhe, also unten, und der kleine Maikäfer macht gerne mal den Kühlschrank auf und nimmt sich, was er möchte. Also bringt dann halt einen Joghurt oder was zu trinken, die Milch, die Sojamilch, was auch immer. Das ist schön. Diese Zeit ist vorbei, wo man raten muss, was hat das Kind nur, warum schreit es denn jetzt? Also, Leute, Kinder kriegen, läuft. So nach fast 2 Jahren, 1,5 Jahren ist es dann endlich, das Rätselraten hört dann auf. Man weiß, was das Kind will. Spätestens dann, ja, zugegeben. Das ist nicht immer ganz einfach. Es mag krass klingen und ich meine es auch nicht so böse, wie es klingt, aber wenn der Maikäfer mein erstes Kind gewesen wäre, ich glaube, es wäre mein letztes Kind gewesen. Ich weiß nicht, ob ich sowas bei Dörte jemals gedacht habe, aber der ist echt anstrengend. Also, das ist jetzt kein High-Need-Kind, was ständig schreit oder sowas, aber der ist immer auf Trab, immer unterwegs, von morgens bis abends ist der voller Energie. Ständige Beschäftigung, ja, dann hat man aber auch noch ein großes Kind, was auch beschäftigt werden will. Und dann ist er neidisch, wenn ich mal mit Dörte kuschel. Also wenn ich dann einfach mal Dörte nehme, dann wird die gleich kreischend weggeschliffen und gezogen und gehauen. Ich meine, alles ein Lernprozess, ne? Und ich bin ja dabei so ein Mensch, wo ich sage, kommt doch beide her. Ich hab euch gerne links und rechts. Ihr seid meine Babys, ja? Das ist ja nicht so, dass ich sage, nee, jetzt geh du mal weg und ich jedes Mal, wenn die ankommen und kuscheln wollen, dann ist das für mich, oh, sie wollen mit mir kuscheln und mich knutschen und ich knutsche sie ab. Ja. Kinder. So. Ja.
Dabei dürfte der Maikäfer das ja gar nicht haben, weil er hatte ja von Anfang an eine große Schwester. Also für ihn ist ja nicht so, dass er Einzelkind war und dann plötzlich keins mehr. Irgendwie voll strange, weil Dörte nimmt das viel besser auf und versteht, dass ich mich auch mal um den Maikäfer kümmern muss, wenn er sich irgendwie auch hingehauen hat, dass der halt Priorität hat, das versteht die. Gut, natürlich ist sie jetzt auch 4 Jahre älter, so, da kann man das schon mal verstehen. Aber eigentlich ist das für sie auch voll die Umgewöhnung gewesen, aber sie liebt ihn halt auch. Sie ist auch immer todtraurig, dass der Maikäfer nur mit mir kuscheln möchte, was nicht stimmt. Aber jedes Mal, wenn er mit mir kuschelt, kommt er halt so unvor vor, weil sie möchte auch mit ihm kuscheln. Und bei denen ist halt nur morgens, wenn wir sie wach machen, also der Maikäfer steht als erstes auf, und dann, wenn wir sie wach machen, dann ist halt kurz kuscheln. Dann, ja, und dann nach der Kita, wenn die beiden sich zum ersten Mal quasi wiedersehen, wird gekuschelt und abends halt gemeinsam ein Buch lesen. Das sind 3-mal am Tag, die definitiv gekuschelt werden, und dazwischen gibt's auch mal eine Umarmung, so zwischen den beiden. Aber ihr kommt das trotzdem zu wenig vor, was ich echt niedlich finde. Ja, ansonsten ist es wirklich schön, ein großes Mädchen zu haben, denn ich hätte es ja immer gerne umgedreht gehabt. Einen großen Bruder, der auf die kleine Schwester aufpasst, so falls da mal irgendjemand Stress macht. Aber ein großes Mädchen zu haben, was auf einen kleinen Bruder aufpasst, im Sinne von mithelfen, mit anpacken, für sie ist halt auch schön, oh, ich will ihn anziehen, ich möchte ihm die Socken anziehen, darf ich ihn füttern? Keine Ahnung, ob das ein großer Bruder auch so hat. Also mit 6 oder 7 vielleicht noch, so in dem Alter, wo sie jetzt halt ist. Aber später ist es halt so, oh, nervig, ey, kleine Schwester. Und für sie ist halt so, oh, meine Puppe, guck mal, mein kleiner Bruder, so, ja. Aber wenn die Freundinnen da sind, dann ist schon so, nee, Mama, nimm den mal weg, der nervt uns. Okay, der würde auch nur mit euch spielen. Ich meine, mit 1,5 oder fast 2 ist ja auch so ein Alter, wo man einfach noch nicht so sich Kita-Freunde einlädt, weil heiz ich mir jetzt noch ein 1,5-jähriges Kind auf dem, also heiz ich mir noch eins auf, wenn ich sowieso noch ein großes Mädchen habe, und das sowieso schon, für mich ist echt schwierig, 2 Kinder zu kombinieren. Respekt an alle da draußen, die mehr als 2 Kinder haben. Nein, an alle da draußen, die 2 Kinder haben. Ich meine, 1 ist auch schon schwer, kann auch schon durchaus schwer sein, besonders wenn es halt mit gesundheitlichen Problemen hinzukommt, aber Alter, mehr als 1 ist anstrengend. Ich will nicht mehr. Ich bin durch. Lass mir die Gebärmutter abschneiden, schnipp, schnapp. Nie wieder. Nie wieder. Ich liebe alle beide. Ich hasse auch mal alle beide. Das so, das kommt und geht so in Wellen. Ja, je nach Laune, je nach Umfang der Arbeit und zu tun und Stimmung, persönliches Befinden, Krankheit. Aber mehr als 2? Leute, wie schafft ihr das? Seid ihr nichts anderes mehr außer Mutter? Wie kriegt man das hin? Das dauert ewig. Ich möchte jetzt wieder arbeiten gehen, also so fast Vollzeit arbeiten gehen. 35 Stunden wäre so mir am liebsten. Nicht 8 Stunden, sondern nur so 7 Stunden, wenn man sich das erlauben kann. Da geht das. Aber so, wenn du sagst, nur Teilzeit und dann kommt noch Haushalt, das kommt so vieles dazu. Naja, aber eigentlich wollte ich darüber reden, wie toll sich der Maikäfer gerade entwickelt. Treppe hoch, runterlaufen ist super. Holzpuzzle in die passenden Förmchen tun, hier so mit Tierpuzzeln, und läuft! 40 Teile, kein Problem, der weiß genau, wo jedes Teil hinkommt, finde ich extrem erstaunlich, so zu sehen, dass so ein kleines Kind einfach schon so viel weiß. Und der Nachteil, dass man dann halt auch noch große Geschwister hat. Hochstuhl? Ne, ich will auf einem ganz normalen Stuhl sitzen, wie ihr auch. Was soll ich mit einem Plastiklöffel und mit einer Plastikgabel? Ihr habt doch auch Metallbesteck. Wird weggenommen. Er will genauso alles haben wie die Großen. Diese Probleme hatten wir bei Dörte gar nicht. Die hat das alles akzeptiert. Aber er sieht halt, große Schwester ist auch schon groß. Der fühlt sich genauso groß wie sie. Wie bei kleinen Hunden. Die wissen nicht, dass sie klein sind. Er weiß auch nicht, dass er klein ist. Das ist alles schon extrem putzig, aber es ist auch extrem Infarkt fördernd. So ziemlich oft sogar. Ich meine, gestern, was war denn gestern? Genau, ich war gestern Zähne putzen. Mit Dörte. Also nochmal so drüber putzen. Und plötzlich höre ich es an der Tür klingeln. Ja, er kommt jetzt an die Klinke ran, hat es geschafft, die runterzudrücken, stand vor der Tür und hat geklingelt. Also stand quasi vor der Haustür und wollte Ding-Dong machen. Hat die Tür auch wieder zugemacht. Also, okay,
Mann! Also, ist mir nicht aufgefallen, dass er eine Minute weg war. Ah! So, okay, ich meine, hätte jetzt nicht viel passieren können, weil Gartentor ist abgeschlossen. Das Einzige ist, dass er irgendwie hätte vielleicht noch 5 Minuten. Nach 5 Minuten hätte ich es irgendwann gemerkt, so, es ist so ruhig. Ruhig. Ruhig ist nicht gut. Weil ruhig ist wirklich nicht gut. Ruhig heißt in der Regel, es gibt irgendein Problem. Beziehungsweise es wird gerade irgendetwas auseinandergenommen, das nicht auseinandergenommen werden soll. Ja. Naja, so ist das. Ah, was gibt's noch zu erzählen? Eigentlich wahrscheinlich ziemlich vieles, aber ich glaube, das ist schon mal ein schönes Update so für mich zum Remembern. Ja. Puzzle. Ja, so, ja, und der Lipgloss wird auch extrem gerne auseinandergenommen und überall hingeschmiert. Und ja, das ist ein sehr interessantes Alter, in dem man viel sauber machen muss, weil irgendwas irgendwo hingeschmiert wird. Ich glaube, die Wände streiche ich erst so wieder in einem Jahr. Wenn da mal ein Stift irgendwo liegen bleibt, was bei der großen Schwester einfach mal passiert, die gerne malt. Dann wird auch irgendwo hingemalt. Wände, Schränke, Teppiche, Stühle, Holzstühle, Holztische. Ja, super, ist alles total klasse. Macht. Ja. Ja, irgendwann muss ich mich dann doch mal neu einrichten, weil ich glaube nicht, dass ich einen Tisch abschleifen werde. Und ich glaube auch nicht, dass Kugelschreiber so leicht aus so einem unbehandelten Holztisch rausgeht und aus unbehandelten Holzstühlen und unbehandelten Holzschränken. Also einfach nur so. Dankeschön. Und kannst auch nicht, also ja, ich kann meckern und ich werde bestimmt auch mal laut, aber das macht einfach zu viel Spaß, außerhalb, also über den Blattrand hinaus zu malen. Das ist einfach klasse. Und dabei liegen bei uns schon überall Blätter so. Rechnungen, Krissel, Blätter nebenbei Notizen machen, Einkaufszettel, ja, nee, aber woanders ist halt lustiger. An der Wand kann man schön gerade stehen, da muss man sich nicht hinsetzen. Naja. Läuft! Ich ärgere mich darüber auch nicht mehr. Also doch, ich ärgere mich in manchen Momenten dann schon so, wenn es jetzt noch die einzige Kommode war, die noch nicht bemalt war, dass die jetzt auch noch einen Schlag hat und noch einen Strich. Ja, aber ich habe Kinder. Das ist halt so. Jetzt verstehe ich auch, warum man bei Housekeeping-Projekten, also wo man Hauswart für irgendwelche Schlösser oder so ist und dafür quasi kostengünstig dort wohnen darf, warum man da keine Kinder haben kann. Also mit Dörte war ich da komplett verständnislos. Dachte mir, Mann, ey, Dörte, die ist ein Traumkind, kleine Prinzessin, die brauchen Schloss. Aber jetzt so mit einem kleinen Raufbold, mit so einem Bloop, so mit dem Bengel. Ja, nee, da ziehe ich da nicht ein. Da kann ich mir nicht leisten, wenn irgendwas beschädigt wird. Und da würde täglich viel beschädigt werden. Wir lassen es so, wie es ist. So, jetzt aber, das war der Mutterblog. Nummer, ich weiß nicht, was, weil ich schon so lange keine aufgenommen mehr habe. Und Deutsch kann ich auch nicht sprechen. Achso, ja, hier heute Fasching und so. Und ich lade das Video heute hoch, jetzt sofort. Yeah! Peace out.